Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Bliss 7 Box Frankreich. Februar offensichtlich, denn da sind Valentinstagsherzen drauf. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Bliss 7 Box gibt es sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Ich habe die deutsche Variante in der Kooperation, genau, und die französische so im regulären Abo. Und ja, da möchte ich jetzt mal mit euch zusammen hineinschauen, was da jetzt diesen Monat so drin ist. Die kostet, ich glaube, 17,90 Euro oder 18,90 Euro zahle ich da mittlerweile sogar für pro Monat und pro Box. Und wir haben hier 5 Beauty-Produkte immer so drin, die meistens aber ein bisschen kleiner sind. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist das hier eigentlich das Standardformat von der Box. Ein bisschen kleiner, ein bisschen feiner. Aber die wollen halt einfach nicht viel Verpackungsmaterial oder so haben. Denn wenn man die Box so aufmacht, sieht man auch direkt, da ist nichts an Verpackungsfüllmaterial drin enthalten. Ne? Was manchmal auch ganz schön crazy ist, wenn die da irgendwelche Puderprodukte drin haben. Das nenne ich dann immer mutig. Okay, somit sind wir auch schon bei der Box angelangt. Hier haben wir das Thema Love Story. Und ja, wir haben ein viel kleineres Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Oh la la. Ja, da kann man auch natürlich die Love Story etwas anders gestalten, ne? Und interessant. Auch die französische Variante hat umgestellt auf das digitale Magazin. Schade, ich bin echt ein Fan davon gewesen, dieses klassische Magazin noch mit dabei zu haben, ne? Aber es ist halt wie es ist, kannst du nicht ändern. Die Papierkrise ist halt am Start, das habe ich halt auch selber als Autorin gemerkt, ne? Ich habe ja jetzt auch schon mein zweites Buch im Pelletier-Verlag rausgebracht. Hallo Mr. Bauchi, das könnt ihr euch gerne gönnen, das ist unten in der Infobox verlinkt, genauso auch. Also im Prinzip der Link zum Pelletier-Verlag, da ist auch Sammy endlich ankommen mit dabei. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da gibt es auch viele, viele, viele weitere Bücher und mit dem Code Claudi bekommt ihr dann nochmal ein Goodie on top. Und ja, schaut da auf jeden Fall mal in der Infobox vorbei, wenn ihr möchtet. Und joa, also die Produkte sind ja auch gar nicht mehr im Heftchen aufgeführt. Das heißt, das Ganze finden wir nur noch online. Dann haben wir hier noch ein kleines Gutscheingedöns mit dabei von Lalalab. Finde ich persönlich ganz gut, weil ich jetzt auch Fotos von Julius immer ausdrucke. Und ich werde mal versuchen, ob ich das in der deutschen Lalalab-App auch anwenden kann. Das weiß ich nämlich nicht, ne? Und 20 Stück sind das auf jeden Fall. Muss ich mal gucken. Jetzt habe ich hier nämlich den Inhalt von der Box. Also das, was man natürlich erstmal sieht, das sind kleine Produkte. Aber halt mal den Inhalt von der Glossy Box oder von der Look Fantastic Beauty Box daneben, ist meistens nicht viel größer. Ne? Also wir starten mit einem Produkt von Polar. Das ist leider eine Marke, die ich jetzt nicht so feiere. Kann man aber auch sonst für die Füße oder so nehmen. Ne? Das ist Eclat Boreal, eine Oliven... Maske irgendwas, Olivencreme, 25ml Northern Light Smoothing Cream mit siberischer Olive steht hier. Ja, das ist auf jeden Fall nett. Wird eine Creme fürs Gesicht sein, denke ich mal, ne? Ich denke die ganze Zeit, ich habe hier irgendeine Lampe vergessen anzumachen, aber nö, ist alles gut, ne? Ja, dann habe ich hier von Bioderma Artoderm Intensive Balm. Das ist ein Ultra Soothing Balm. Repairs, Restores, Lipids, Anti-Itching. Ach so, oh, das ist super. Das ist für sehr trockene und irritierte Haut. Das ist richtig cool. 45ml sind hier drin. Also wenn ich halt mal wieder so richtig trockene Stellen habe. Zum Beispiel an meinen Schienbeinen habe ich das öfters mal sonst gehabt. Ne? Dass ich da dann auch sehr, sehr juckende Haut hatte. Und jetzt durch die ganze trockene Heizungsluft sowieso. Ist alles ein bisschen trockener und man braucht einfach ein bisschen mehr Liebe. Kommt auf jeden Fall sehr gut. Und ich meine mich zu erinnern, dass es auch wirklich eine sehr gute Marke ist, die auch die... oh mein Gott, die wirklich sehr trockene, sensible Haut von mir pflegt. Cool, mag ich, gefällt mir. Dann habe ich hier ein festes Deo drin von Respire, 100% natürliche Inhaltsstoffe, ein Deodorant Efficienté, 48 Stunden. Hier sind 10 Gramm drin enthalten, das ist eine kleine Geschichte, aber ja, so für unterwegs, wenn man nicht unterwegs ist, immer schwierig, aber wenn man verreist oder so, ist es gar nicht so verkehrt. Ich habe jetzt auch aktuell, das wisst ihr ja, das habe ich euch auch in einem Haul mal gezeigt, von Wild die Deos in Anwendung, dass ich die auch mal ausprobiere. Und ich muss sagen, dass ich die sehr gut finde, weil
weil die halt auch schmelzen auf der Haut. Also das funktioniert bei mir sehr gut. Andere feste Deos, die ich halt so als Deo-Sticks mal ausprobiert habe, fand ich persönlich zu hart, sodass sie dann, also man musste halt mega doll immer schrubbeln, dass ich überhaupt was abbekomme auf meiner Haut. Ich weiß nicht, ob meine Haut so kalt ist dafür, weiß es nicht. Und dann war das halt schwierig, Produkt drauf zu bekommen. Respire habe ich, oder Respire habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert, das muss ich mal machen. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Ne? Dann haben wir hier etwas drin von Rituals, The Ritual of Sakura, Celebrate Each Day as a New Beginning, Flourishing Hair and Body Mist 20 ml. Das ist nicht unbedingt was für mich, ich bin kein Fan von, ich liebe Ritual of Sakura, aber die Raumsprays davon finde ich vom Duft nicht so geil. Das Hair and Body Mist mag ich leider vom Duft her auch nicht so, weil das nicht so riecht wie die Pflegeprodukte, wie der Duschschaum oder wie das Peeling oder die Body Cream. Ne? Ich weiß nicht, was da anders ist, aber das riecht definitiv nicht so. Und ich bin halt kein Fan von Hair and Body Mists im Allgemeinen. Da verwende ich lieber einfach Parfum. Ne? Das ist mehr so meine Welt. Also das hier wird dann leider weiter wandern. Und dann habe ich noch zwei weitere Produkte hier drin. Also wir haben mindestens 5 Produkte hier drin. Das hier ist halt auch so eine Sache. Ich weiß nicht, da steht jetzt auch keine Firma drauf. Werde ich dann ja recherchieren. Ich meine, dass das wiederverwendbare Augenpads sind. Und sowas haben wir jetzt ja, glaube ich, bei dem Catrice Sortiments Wechsel, ne? Dass da auch quasi sowas mit ins Sortiment eingezogen ist. Ich hatte solche Dinger schon mal in einer My Little Box drin gehabt. Das heißt, du nimmst diese Dinger, hast die dann vorher im Kühlschrank oder so, was ganz schön ist, aber das sind ja an und für sich einfach nur so Silikonpads und machst dir deine Augencreme oder ein Augenserum drauf und machst sie dann drüber. Bei mir hat das nie gehalten, die sind immer runtergefallen. Ich fand das super unangenehm, war nicht meine Welt. Deswegen werden die hier auch weiter wandern, denn das sieht mir auch ganz danach aus, als wäre das eben sowas. Wobei du sowas natürlich auch einfach als Kühlpads nehmen kannst, ne? Wenn du geschwollene Augen hast oder geschwollene Tränensäcke oder so. Klar, gönnt euch da auf jeden Fall hart, jeder so wie er möchte. Aber ich bin halt so ein Bewegungsmensch. Ich verwende Augenpads halt immer dann, wenn ich meine Zähne putze zum Beispiel. Und dann fallen die halt runter, macht keinen Spaß. Und ja, ne? Ist auf jeden Fall eine nette Geschichte. Aber vor allem, wenn man hier so dieses Gel da drin hin und her schieben kann. Aber für mich ist es halt nicht so das Wahre. Und wir konnten uns, glaube ich, ein Produkt aussuchen. Und ich meine, dass ich mir das hier ausgesucht habe. Wie halt auch bei der deutschen Variante konnte man wählen. Also ich glaube, bei der deutschen Variante konnten manche Abonnenten wählen. Ich konnte nicht wählen. Und auf der Homepage steht auch, dass man quasi ein Produkt random zugewiesen bekommen hat. Also entweder Nagellack oder ein Lippi. Und ein Lippi in einer der beiden oder drei Farben. Ich hatte mich bei der französischen Variante für Yolaine Le Nude Café Crème Latte Nude was? entschieden. Das ist dieser hier. Also ich fand die Farbe einfach schön. Ne? Und ja, das werde ich mir dann mal ausprobieren. Yolaine ist, glaube ich, die Marke. Genau. Und das sind, weiß ich nicht, wie viel Gramm drin. Dürfte dann ja eigentlich auch eine Full-Size sein, ne? Ja, aber das ist halt so eine schöne My Lips But Better Farbe, mochte ich gerne leiden. Und das hier ist jetzt die Box gewesen. Also, ich finde, bei der Blissim Box hast du halt immer irgendwie brauchbare Produkte drin enthalten. Und gleichzeitig nochmal dieses kleine i-Tüpfelchen, wie jetzt bei diesen Augenpads zum Beispiel. Da kannst du gut mitliegen, dass dann die Abonnentin sagt, boah geil, das wollte ich eigentlich immer schon mal ausprobieren. Oder, so wie bei mir, das ist halt jemand, die sowas schon mal ausprobiert hat und sich denkt, ist nicht ganz so meine Welt, da ist halt ein Griff ins Klo. Dafür hast du hier aber bei solchen Boxen immer einen Warenwert, der schon höher ist als das, was man für die Produkte bezahlen würde, ne? Oder, ach Quatsch, was man für die Box bezahlt hat, so. Und dementsprechend lohnt sich das eigentlich schon. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung zu der Box in die Kommentare. Ich vermisse das Heftchen, die Produkte finde ich aber eigentlich ganz okay. Ja. Und wir haben hier eigentlich, ja genau, 6 Produkte jetzt dieses Mal drin, deswegen ist es auch ganz schön. Zumal das Deo ja ein bisschen kleiner ist und dementsprechend, ja, ist das alles dann auch irgendwie in Ordnung, finde ich, ne? Ja, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare, können wir uns gerne austauschen. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!